Klassische Hausmannskost. Unerwartete Wendungen und Verständnislosigkeit in der Küche. Wird Oliver Hoffinger im Duell gegen seinen langjährigen Freund und Haubenkoch Erich Freund den Kürzeren ziehen? Oder zeigt unser Spitzenkoch Oliver, wer der Chef in dieser Küche ist? Herzlich willkommen bei Koch mit Oliver, ein Spitzenkoch am Prüfstand. Heute ist es besonders emotional für mich, denn ein guter Freund von mir ist hier, und zwar Erich Freund, Küchenchef im Neuen Plaza. Haubenkoch Erich Freund ist Chefkoch im Hilton Vienna Plaza. Mit seiner französisch-österreichischen Küche hat er schon für allerhand Prominenz gekocht. Aber ob er auch im Duell gegen seinen langjährigen Freund Oliver überzeugen kann? Ja, ich freue mich besonders, dich heute bei mir im Studio zu haben. Die liebe Janine ist jetzt definitiv in Babypause und deswegen hat mir die Redaktion ein Briefchen geschrieben. Ich komme mal ein bisschen vor wie bei einer Oscar-Verleihung. Runde 1, lieber Erich. Lieber Oliver, wer in einem guten Bistro ein Croque bestellt, erwartet weit mehr als einfach nur einen Toast. Das stimmt. Was fällt euch in maximal 12 Minuten, vielen Dank an die Redaktion, um den besten Croque der Welt zu zaubern? Ihr könnt alles verwenden, was die Küche hergibt. Eine Jury wird euch nach Ablauf der Zeit heimsuchen. Enttäuscht sie nicht. Die Jury wird nachher aus Mitgliedern unseres Produktionsteams bestehend bewerten, wer von den beiden den kreativsten, schönsten und natürlich schmackhaftesten Croque zaubert. Bei so einem Croque handelt es sich ja um den Klassiker der französischen Bistroküche. Und auch bei uns ist er auf jeder Bistrokarte zu finden. Es handelt sich dabei um den französischen Cousin unseres Schinken-Käse-Toasts. Der Croque Monsieur wird klassischerweise mit Bechamel-Soße serviert. Der Croque Madame mit Bechamel und Spiegelei. Und nachdem der Zeitdruck natürlich nicht fehlen darf, starten die beiden Köche auch schon sofort los. Die Zutaten erinnern immer noch zu sehr an einen stinknormalen Schinken-Käse-Toast. Aber wir wollen das Ganze natürlich etwas raffinierter haben. So ein Croque Monsieur, es gibt ein Croque Monsieur und ein Croque Madame, ist eigentlich nichts anderes als Schinken-Käse-Toast. Aber klassisch wäre es jetzt so, das fällt mir nämlich gerade mal ein, dass man eigentlich auch noch eine Bechamel dazu braucht. Lass mal drüber nachdenken. Aber man kann es ja auch auf seine Art machen. Ja, du machst es, wie du magst. Ja. Gesagt, getan. Während Oliver versucht, in der Zeit die klassische Variante für unsere hungrige Jury zuzubereiten, hat Erich einen ganz anderen Zugang. Was machst du da jetzt? Ich möchte das jetzt ein bisschen anders machen. Ich werde es ohne Bechamel machen. Ja? Ich werde Schinken unten reinlegen, das Brot drauf, das Ei reinschlagen, dann garen, umdrehen und um den Käse und dann gratinieren. Und dann mal so auf diese... Soll ich da den Ofen auf gratinieren? Ja, bitte auf gratinieren, schau mal. Wunderbar, sehr schön. So. Und oben setzen wir dann die kleinen Toast. Also Schinken brauchen wir auf jeden Fall dazu. Also Haubenköche zum Toast machen ist auch schon ein bisschen komisch, finde ich, oder? Sehe für alle hier. Ja. Aber Oliver, so ein Croque ist doch kein banaler Toast. Zumindest hoffen wir das für die beiden, denn mit simpel kommen sie hier nicht weiter. Du machst das andersrum, ja? Das finde ich gut. Ich mache es andersrum. Ich werde jetzt mal nur den Schinken ein bisschen anbraten und dann gebe ich den Rest rein. Wie liegen wir denn in der Zeit? Wir haben 7 Minuten. Also es geht sich, glaube ich, alles aus. Aber diese Zuversicht kommt Oliver ein wenig zu spät, denn jetzt erst sieht er, was Erich da Ausgefallenes zaubert. Was machst du da Geiles? Ich habe jetzt das ausgestochen mit dem Glas, das Brot, und gebe jetzt ein Ei rein, lasse das anstocken und hoffe, das funktioniert auch. Okay, klingt geil. Und dann werden wir den Käse draufschmeißen. Da muss jetzt noch Salz kurz gratinieren. Und Pfeffer. Salz, Pfeffer. Also optisch, glaube ich, bist du schon wieder fuhren, muss ich sagen. Schauen wir mal. Erich verpasst seinen Croque im Ofen jetzt noch den letzten Schliff und lässt seine Kreation mit Hilfe der Grillfunktion so lange gratinieren, bis das Ganze schön knusprig ist. Bei Oliver funktioniert das noch nicht so richtig. Und dann geht es ihm fast zu schnell. Ich habe wieder einen Stress gehabt. Ja. Schaut aus, als ob es ein bisschen abbrennt hat, aber ich will es ja knusprig haben. Das ist der Schmäh. Ja. Ja. Okay, raus damit. Weil wenn wir zu spät sind, kriegen wir den Punkt nicht. Verstehe. Für die Zeit.
Und spätestens beim Anrichten in den letzten Sekunden wird uns klar, dass das nichts mehr mit einfachen Toasts zu tun hat. Optisch wirst du auf jeden Fall einen Riss machen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bist du fertig? Ich bin fertig. Dürfen nicht mehr. Gut gemacht. Danke. Jetzt. Ein Croque-Monsieur mit Bechamelsoße von Oliver steht auf der einen Seite und ein etwas anderer Croque-Madame mit dem Ei in der Mitte anstatt obendrauf auf der anderen. Jetzt muss nur noch geklärt werden, wer diese Runde für sich entscheiden kann. Jetzt wird's spannend, denn jetzt kommt die Jury und die ist aus unserem Team und die kriegen normalerweise immer das Essen und die sind wirklich kritisch. Ja? Gratuliere. Ihr dürft heute wirklich offiziell essen. Hallo? Zuerst bitte Erichs Gericht und dann meins. Kosten sind die nur leider nicht gewohnt. Wenn ihr dann, also nicht satt essen, bitte schon, jetzt ist meins dann dran. Ja? Auch wenn es schmeckt. Gut, also wenn ihr euch sicher seid, wie ihr voten wollt, dann bitte macht das doch. Ja? Stimmen abgeben. Jedes von den drei Jurymitgliedern bewertet, wer besser war in Kreativität, Optik und natürlich Geschmack. 9 Punkte insgesamt. Die Jury ist weg, die Teller sind leer und alles, was übrig bleibt, ist ein Kuvert. Und da ist das Ergebnis drin. Schauen wir mal. Bist du narrisch? Ah, da unten, das habe ich schon gelesen. Ergebnis 4-5 für Erich. Ich gratuliere. Danke. Vielen Dank, liebe Jury. Okay. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Gericht. In der ersten Runde des heutigen Kochduells hat Haubenkoch Erich Freund vom Wiener Plaza unserem Oliver gezeigt, dass man auch mit simplen Speisen einen Kochduellgegner besiegen kann. Ob Oliver in der zweiten Runde mit der Hauptspeise seinen Punkterückstand wieder wettmachen kann? Oder verzweifelt er schon wieder? Schwierig. Es ist schwierig. Das ist total gemein. Runde 2. Lieber Oliver, lieber Erich, vor euch findet ihr folgende 7 Zutaten. Eier, Mehl, Obers, kontrollieren, rote Zwiebel, französischer Käse, Schweizer Käse, Filet, Speck. Ja? Für eine kreative Speise aus maximal nur diesen 7 Zutaten habt ihr nun 20 Minuten Zeit. Außer diesen Zutaten dürft ihr nur Kräuter, Salz, Pfeffer, Essig und Olivenöl verwenden. Nach 10 Minuten öffnet bitte das zweite Kuvert. Die Zeit läuft ab jetzt. Das klingt doch bis jetzt nach einer ganz angenehmen Aufgabe. Es gibt keine Beschwerden der Köche. Die legen sofort los. Und weil sie ja eh so viel Zeit haben, wollen sie mit ihren Speisen auch beeindrucken. Hast du eine Ahnung, was du machst? Ich glaube, ich mache ein bisschen Nockerln und ein bisschen... Du machst Nockerln? Du bist ein Streber. So, warte mal. Ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Lass mal das schauen. Ich muss das Ganze verwenden jetzt, oder... Kann ja einfach nur 3 Stück. Du kannst verwenden, was du magst. Sehr gerne. Beide Köche stürzen sich sofort auf das Schwein und verarbeiten es nahezu gleichzeitig zu Schweinemedaillons. Während Erich nun also seine ziemlich aufwendigen Nockerln angeht, macht Oliver... was macht Oliver da eigentlich? So, ihr habt jetzt Olivenöl drin, Salz, komm, ich gebe dazu. Ja. Machen wir jetzt einen Teig. Nebenbei schauen wir, wie es meinem Schweinl geht. Warte mal. Und gibt es jetzt ins Rohr. Das ist nur zu Hause aufgeladen. Aber das macht man am Anfang gar nichts. Und der Schwein braucht am Anfang eh eine starke Hitze, aber jetzt drehe ich es rund.